Und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Paraworld. Und es wird jetzt für euch sehr komisch klingen. Denn es war ja von mir geplant, diese Woche noch ein Video rauszubringen. Beziehungsweise für euch ist es ja eine letzte Woche. Ich habe mir aber ein neues Konzept überlegt. Und zwar, warum machen wir es nicht schnell und knackig hier alles? Ich versuche jetzt Minecraft Paraworld in sozusagen in 5 bis 10 Minuten immer eine Folge zu machen. Es kann viel wenig passieren, ist klar. Nur es wird hier viel passieren, denn ich werde viel schneiden und das ein bisschen hin und her machen. Und worum es heute geht, worum ich ein bisschen schneller spreche heute, ist, dass wir das Lager eigentlich erweitern müssen. Geht nicht, wir haben das Problem, wir kriegen kein Quarzsand. Das heißt, wir müssen in der Hölle dann safe einen Port bauen und das machen wir jetzt. Das heißt, wir sehen uns gleich in der Hölle wieder und bis dahin, bis gleich. So, und damit auch fix zurück, die kurze kleine Einschmeißung hier. Wir mussten ja ins Nether-Portal. Ich habe jetzt provisorisch ein Portal aufgebaut und zwar automatisiert hier. Es läuft im Dispenser und Drawbridges. Hier unten ist die kleine Verkabelung. Da kommen wir jetzt nicht so ganz rein. Ich mache einfach mal einen Block offen. Die beiden Linien sind verbunden, also die Bridges mit dem Fire Charge. Das zeige ich euch gleich. Plus halt die äußeren Kanäle dafür. Das funktioniert einfach in dem einfachsten Sinne, dass wir einfach hiermit ausmachen können, das Portal. Dann geht das Portal, fährt runter und geht dann automatisch aus. Und hier machen wir das Portal einfach an. Wir fahren das hoch. Fire Charge geht an das Portal. Wir können hier rein. Und von außen könnten wir es dann rein theoretisch wieder zumachen. Das Problem ist halt, dass halt die Monster reinkommen können. So, jetzt müssten wir eigentlich Steine placen. Ich habe natürlich trottelerweise keine mitgenommen. Jetzt müssen wir noch welche fix holen, damit es auch funktioniert. Schnell auf den Weg. Steine holen. 1, 2, 3, 4. Das sollte reichen. Natürlich, wie ich mich kenne, habe ich nur eine Tür gebaut. Denn die Monster sollen da drin bleiben und nicht rauskommen. Weil das wird jetzt nämlich das Problematische sein. Die könnten jetzt hier rauskommen, weil das Portal natürlich offen ist. Machen wir natürlich dann nicht. Zack. Brauchen wir halt noch eine Tür. Haben wir natürlich am Start. Eine Trapdoor brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Das habe ich jetzt nur fürs Höllenportal gemacht. Dafür nehmen wir nämlich auch da eigentlich Stein mit. Aber das sollte erstmal mit den normalen Steinen reichen. Das soll jetzt kein perfektes Haus werden. Das soll einfach nur die Monster blockieren, dass sie nicht rein können. Bauen wir das schnell auf. Geht ja relativ fix hier. Weil, wie gesagt, nichts Wildes sein. Weil ja nur uns dafür abhalten, dass wir was in die Stadt reinlassen. Hier machen wir schnell das Ding oben drauf, das Dach. Achso, hier müssen wir natürlich drauf Acht geben, weil hier das Portal beziehungsweise die Charge, die dagegen fliegt, hier natürlich entgegenläuft. Und 2, 3, 4, zack. Das kriegen wir auch noch ganz schnell hin. Links und rechts können wir natürlich vom Portal jetzt keine Fackeln setzen, weil natürlich das Portal dann ausgehen würde und die Fackeln dann runterdroppen. Also behelfen wir uns einfach so mit. Jetzt die Tür so rum. Dann können wir nämlich die so auf und zu machen. Haben aber den Vorteil, dass wir von außen drauf klettern können. So, zumachen, reinklettern wäre der Vorteil. Wir gehen ins Portal rein. Ich habe jetzt noch hier Saufi mitgenommen. Das heißt im Endeffekt auch das gleiche wie hier. Müssen wir das eben auftrinken. Geht natürlich auch dann weiter. So, nochmal die Bottle auffüllen. Ich habe jetzt noch extra Trick mitgenommen. Der Rest wird im Portal dann schnell verschwinden. Wie gesagt, versuchen halt in der Zeit da reinzugehen. Jetzt könnte man es einmal zumachen. Noch einmal anmachen. Wir machen es jetzt einmal aus. Wie dann so aussehen. Und wir machen es jetzt aber anders an, und zwar mit dem Feuerzeug, das ich hier habe. Das wird nämlich ins Portal, also in den anderen Raum reingesteckt. Aus guten Gründen. Weil, wenn jetzt mal drüben ausgehen sollte, dass wir auf jeden Fall Feuerzeug da haben. Plus Event anscheinend. Und dann machen wir es erstmal hinten zu. Das wird jetzt auch noch relativ fix gehen, weil ich möchte halt, wie gesagt, nicht zu lange an diesen Folgen sitzen. Die sollen halt nur dafür. Salz, die sollen halt dafür da sein, dass wir halt jetzt ein
kleines Tagebuch daraus machen, beziehungsweise 10 Minuten Minecraft schaffen, was wir in 10 Minuten schaffen. Hobbys, verpiss dich. Jetzt kein Freund von dir. Alles klar. Der Rest macht sich jetzt so langsam von selber. Also im Endeffekt scheißegal, wie es aussieht. Denselben Trick machen wir auch. Einfach von innen setzen. Dann kann uns auch nichts passieren. Hier gehen wir jetzt raus. Da können wir noch nicht keine Blöcke hin, aber das kriegen wir auch hin. Die soll halt später, wenn ich Zeit und Laune dazu habe, einfach ein fettes Gebäude entstehen. Ich habe da auf jeden Fall schon Ideen für gesammelt und das soll dann halt dann bald dann dazu kommen. Der Boden ist nervig, aber das Rest machen wir gleich weiter. Wir sehen uns aber gleich wieder, wenn wir Quarz gefunden haben, ein bisschen Glowstone und alles andere. Bis dahin. Ciao, ciao. Damit geht's auch hier direkt weiter. Und ich war natürlich in der Hölle, wir haben es ja gesehen. Die automatische Portalanlage ging. Das Problem ist, das Portal ist da aufgetaucht. Man sieht es auf der Karte gerade rechts, da wo der Tunnel ist. Ich habe die Maus natürlich aus. Habe ich Punkt gemacht. Da ist das Portal. Aufgedacht. Warum auch immer. Weil es stand eigentlich mal vorher, da ungefähr oder da ungefähr, wo der Punkt gerade aufgetaucht ist. Können natürlich auch mal ein bisschen ranzoomen. Hier. Da ist das Portal. Da können wir noch ein bisschen. Und vorher stand es ja, glaube ich, hier einmal, da einmal oder da. Jetzt steht es natürlich da. Das heißt, wir müssen natürlich den Umkreis des Portals verschieben. Und zwar massiv. Knapp 1000 Blöcke müssen wir es eigentlich massiv weiter verschieben. Vielleicht kriegen wir es auch woanders hin. Mal gucken. Macht nichts um das Problem. Ist es nicht. Und das nächste Problem ist, dass wir Comparator bauen können. Daraus, wo habe ich es hingepackt? Wir natürlich noch einen Controller bauen. Wir natürlich noch ein paar Hopper brauchen. Am Ende das gleiche Ding wieder hinsetzen wie immer. Problem ist hierbei, wo platziere ich das hin? Hopper. Chest. Hopper. Chest. Rein damit. Und er landet hier drin. Perfekt. Das heißt, wir haben das System einmal im Kreis gebaut. Alles, was jetzt hier nicht rein kann, wird auch nicht drin landen. Das heißt zum Beispiel jetzt Wasser. Wasser würde komplett durchgehen. Die vier Stück, die würden irgendwann am Ende landen. Gar kein Problem. Wenn ich sage Erde oder Netherrack, bleibt natürlich auch noch offen, weil das im System natürlich überfüllt ist. Das heißt, sollte gleich am Ende viel Wasser rauskommen. Lager ist perfekt, vorne in die Kiste reinschmeißen. Lager ist damit abgeschlossen. Wir werden es vielleicht noch verschönern, wenn überhaupt, wenn es sein muss. Mich stört es überhaupt nicht. So kann es eigentlich bleiben. Bis dahin, würde ich sagen. Wir sehen uns bei der nächsten schnellen, kurzen Folge, was alles passiert in Minecraft Parallel. Bis dahin, euer FlashOTP und ciao, ciao.